Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command World War II, World at War gegen den MIRP. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der wird sich fragen, passiert ihm das wieder? Macht er wieder so viele Fehler? Entscheidet er den Krieg in dieser Runde? Und mal gucken. Auf alle Fälle sehr ärgerlich, denn ich habe jetzt nur noch knappe 100 MPP diese Runde übrig. Was es nicht einfacher macht. Fangen wir doch mal im Norden an. Der Norden ist vermeintlich einfach und mein vorheriger Überblick hat mir das auch bestätigt. Die russischen Einheiten hier haben mittlerweile keine gute Versorgungslage mehr, was daran liegt, dass ihr Nachschub von Vladivostok abgeschnitten ist. Und auch aus dem Westen, hier bei Tita Chernichevsk, kommt nichts mehr durch. Und Blagojevtschensk ist jetzt auch nicht mehr die Superversorgungsstadt. Von daher haben wir hier einen Versorgungswert von 4 und einen Versorgungswert von 3. Wird nicht mehr lange dauern. Führen wir unsere Angriffe. 2 zu 3. Na, mit dem greifen wir nicht an. Selbst wenn ich es jetzt nicht wegbekomme, muss ich jetzt entscheiden, verstärkte Einheiten hier oder im Osten. 0 zu 1, ja, wir können jetzt hier mal schön angreifen. Gibt es denn Irkutsk-Industriezentrum? Na, das wäre natürlich auch was. Jetzt werde ich gierig, gell? Aber warum auch nicht? Ist mein gutes Recht. Das hat nichts gebracht. Versorgung 5. Nee, aber so gierig wäre ich jetzt dann doch nicht. Muss jetzt mal auch die Kirche im Dorf lassen. Wir runden jetzt mal hier Nikolajewsk und den ganzen Rest. Partisanenlage ist in Ordnung. So, die Einheit aus Vladivostok. Ich behalte mir jetzt nochmal die Optionen offen, was ich mit der mache, wo ich sie hinführe. Neue Einheiten, wir bekommen Befehlshaber, ein Chor und den Geleitflugzeugträger. Darf ich nicht vergessen. Kann ich ja alle bloß auf dem chinesischen Festland. Was läuft denn noch in der Produktion? Im März, April, also Ende... 10. April bekomme ich noch eine Garnison. Das ist gut. Die kann ich auf dem Festland brauchen. Arbeiten wir jetzt doch mal hier von oben nach unten durch. Interessant ist, dass hier ein Hauptquartier ist. Und ihr wisst, ich bin quasi immer auf der Jagd nach Hauptquartieren. Ist es eine Falle? Lohnt sich es tatsächlich eher in der Richtung weiterzuarbeiten? Ich bin hier allerdings, ich meine, die Einheiten sind ja hier, da brauche ich keine Angriffe führen. Wir gehen lieber Richtung Chongqing. Wie ist denn hier oben die Versorgung? 4. Na komm. Hauptquartiere sind wirklich lohnende Ziele. Sind auch teuer wieder aufzustocken. Und wir sehen jetzt hier die Probleme, die ich habe. Ich müsste eigentlich Einheiten hier dringend versorgen. Der ist ja verschanzt. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich tatsächlich erstmal versuche, hier unten Einheiten abzuschneiden. Und ihr seht schon, es ist ja wirklich ein langsames Fortkommen hier. Gut, die Einheiten hier unten bei Haiku werde ich nicht mehr rauskriegen. Null zu drei. Ja. Mir tun sie tatsächlich auch schon ein bisschen leid, die Chinesen. Wie ist denn hier die Versorgungslage? Ziemlich gut. Eigentlich ziemlich gut. Allerdings wird die Einheit sicherlich eher... Ja, ich habe halt Bedenken, dass mir hier einer durchbricht. Wisst ihr was? Ich brauche hier unten noch ein Hauptquartier. Ich mache jetzt die hier mal frei. Die stelle ich auch frei. Und die bekommt jetzt der Kimura. Unterstellen. Und dann werden wir mal den guten Okamura tatsächlich hier für die beiden Armeen bereitstellen. Nächste Runde. Ich kann den jetzt nicht unterstellen, weil der hat sich schon bewegt. Das geht nur am Anfang einer Runde.
Jetzt gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich... Hier lässt sich doch bestimmt was Ordentliches her. Das sieht gut aus. Damit haben wir diese Mine eingenommen. Oh, ich komm sogar hin. Nehmen wir die Einheit. Wer hat die bessere Moral? Die 13. Mine hat 57 an Moral. Ja, wir nehmen die. Versorgungslage, diese Runde, wie gesagt, das ist hier quasi für die nächste Runde, kann man sich auch einblenden lassen, ist ziemlich gut. 5, 6 und 7 hier oben. Damit kann ich gut leben. Jetzt habe ich allerdings natürlich hier eine kleine Lücke. Und so klein ist die nicht. Die ist sogar ziemlich signifikant. Aber er kommt nicht schnell vorwärts. Er hat hier Berge. Das heißt, da wird es auch eine Weile dauern. Ich muss trotzdem hier noch Einheiten jetzt nachführen. Sonst habe ich hier ein Problem. Puh. Wen führe ich denn danach? Deswegen kann ich vielleicht die Einheit aus dem Norden doch ganz gut gebrauchen. Die müsste ich eigentlich verstärken. Hier oben kann ich keine richtigen Angriffe mehr fahren. Partisanen nochmal abchecken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Ja. Das läuft. Okay, ich brauche hier Einheiten hier unten. Ich frage mich, ob... Also eigentlich würde ich ja sagen, die stehen hier so exponiert. Sie sind aber gut verschanzt, sie sind gut ausgerüstet und der Gegner ist tatsächlich schwach. Versorgung 3, Versorgung 0. Ja, kein Wunder, dass sie schwach sind. Ja, dann greifen wir zuerst die Armee an. Ziehen wir doch da mal nach. Ja. Vielleicht verlege ich... Wen verlege ich denn? Ich wollte eigentlich die Einheit, die aus Vladivostok verschiffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe doch hier noch weitere Einheiten bereit gemacht. Zweimal Special Forces hier unten. Ich brauche eine Armee... Ich brauche hier eine Armee, und zwar dringend. Und ich brauche in Burma auch dringend Armeen, und zwar dringend. Schwierig. Wie sieht es mit der Produktion aus? Armeen sind jetzt auch momentan nicht in der... nicht im Bau sozusagen. Frage ist, ob ich... Ich meine, wer soll hier auch schon groß durchkommen aus Mindanao? Aber die Philippinen halt unbesetzt lassen, ist halt auch riskant. Aber mir fehlen gerade tatsächlich an allen Ecken und Enden fehlen mehr Einheiten. Ja, es stimmt nicht. Nicht an allen Ecken und Enden, aber hier. Eine Einheit bei Vladivostok. Die Russen binden mir eigentlich hier oben viel zu viele Einheiten. Naja. Habe ich mir selber ausgesucht. Also eine Armee. Ich glaube, ich ziehe tatsächlich... Was haben wir denn hier? Spezialeinheiten. Batavia. Da habe ich mir gespornt, ziehe ich die Armee nicht ab. Hier sind so viele Ölfelder. Die sind so essentiell wichtig für mich. Tauschen die jetzt mal durch hier. Wisst ihr was? Ich verlege die nach Wuhan. Dann kann ich die immer noch per Schiene später verlegen. Es ist momentan einfach nicht mein primäres Ziel hier oben. Hier gibt es auch nicht wirklich viel zu holen. Ich muss nur aufpassen, dass mir die Kommunisten hier nicht in den Rücken fallen. Ich ziehe jetzt mal nach Changshou hoch. Da kann ich in beide Richtungen operieren nächste Runde. Entweder hier gegen die Kommunisten oder im Süden. Das wird sich dann zeigen. So, jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Nämlich Burma.
Wir haben hier eine Garnison, die Yinang Yuang bedroht. Ich könnte natürlich hier auch meine indische Nationalarmee, die für Japan kämpft. Ich weiß gar nicht, was es ist, die indische Nationalarmee. Sind das Inder, die für Japan kämpfen? Oder heißt die nur so, weil die in Indien eingesetzt werden sollten? Gute Frage. Wisst ihr was? Wie verlege ich da jetzt rüber? Jetzt ist Mandalay offen. Kommt er da mit 2 Zügen hin? Versorgung 4, Aktionspunkte 4 von 5. Das bedeutet, er braucht einen Aktionspunkt, um darüber zu kommen. Nochmal 2 weitere, weil es Urwald ist. Nee, Straße stimmt nicht. 1 Punkt. Er braucht eine Zone of Control. Das dauert, also kostet ihn 3 Punkte, um dahin zu kommen. Das heißt, er kommt nicht nach Mandalay rein. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das auch richtig ausgerechnet habe. Ich brauche jetzt hier tatsächlich unbedingt ein Hauptquartier. Und jetzt kommt mein Sprung nach Ledo. Allerdings muss ich erstmal aufklären. Ist die Frage. Fliege ich einfach... Also die muss ich jetzt immer hier verlegen. Die ist zu gefährlich. Die Frage ist... Bombardiere ich hier? Oder klärt er so auf? Nee, ich bombardiere jetzt hier, dass ich einfach sehen kann, was da ist. Und dann lass uns mal die Fallschirmjäger da abschmeißen. So, bitte lass es oben frei sein. Frei. Gut. Auf geht's. Moment. Vielleicht sollte ich erstmal die britischen Flugzeuge, die Flugzeuge noch beschäftigen. Wäre auf alle Fälle keine schlechte Idee. Wan Ting. Die Frage, gibt es jetzt noch weitere Bomberstaffeln, die mir Ungemach bereiten? Keine Angriffe mehr. Ja, mit denen brauche ich keine Angriffe mehr fliegen. Mit denen hier unten eigentlich auch nicht. Die müsste ich jetzt eigentlich dringend aufstocken. Kann ich nicht, weil mir das Geld dafür fehlt. Ärgerlich. Wir springen ab. Oh, 4! Fallschirmjäger erleidet Landungsverluste. Oh, 4 abgeschossen durch die Flugzeuge und 2 nochmal durch die Landung. Okay, lange geplant und jetzt habe ich hier ein Problem. So ein Mist. Die sind kaputt. Okay. Das am längsten geplante Luftlandunternehmen der Welt, meine Damen und Herren, ist jetzt schon ein vollkommener Fehlschlag. Gut, wir stehen in der Tradition von Operation Market Garden. Natürlich noch nicht 1943, war erst 44, aber... Oh, das ist bitter. Tja. Wie ist denn hier unser Nachschub eigentlich? 4, 5. Burma Road. Ich muss irgendwann den Sprung auch rüber nach... Wan Ting schaffen. Aber ihr seht schon, die Lage hier ist so brenzlig, würde ich es jetzt mal vorsichtig nennen. Vielleicht verlege ich hier auch zurück. Wisst ihr was? Ich verlege hier zurück. Verlege ich zurück oder nicht? Ganz schwierige Frage jetzt. Was würde ich aufgeben? Ich meine, diese Eisenbahnlinie habe ich im Norden ja schon gesichert. Und den... Nachschub hier, ich komme da nicht. Ah, es ist schwierig, schwierig. Auf der anderen Seite bin ich hier im Dschungel. Ich lasse das Chor da. Ja. Ich lasse das Chor da. Und nächste Runde, hoffentlich bin ich hier mit meinen Einheiten einsatzbereit.
Und nicht zu vergessen, ich habe ja auch noch meine Luftlande, meine anderen Truppen, die ich noch zur Verlegung habe. Was ich komplett vergessen habe, sind meine strategischen Bomber. Regnet es da wieder? Ja, das ist der Nachteil mit Flugzeugen. Wenn es regnet, sind die natürlich aufgeschmissen. Spezialeinheiten. Verlegen wir die mal Step by Step. Machen wir denn hier den nächsten Hafen? Oh Mann. Schon wieder verklickt. Alles klar. Können wir es halt nicht strategisch verlegen. Typisch. Na dann. Sind sie wenigstens benannt. Sichern wir das Ganze hier ab. Mit unseren Schlachtschiffen. Ist hier eigentlich auch raue See? Oder? Achso, nee, der Haiku ist geschützt durch Regen. Was haben wir denn hier noch? Unser Schlachtschiff. Die Bomber werden hier hochverlegt. Hier die Hunter-Killer-Task-Force, die lasse ich hier. Die sind momentan einfach da, um aufzupassen, dass mir keine Amerikaner hier durchschlupfen. Fangen wir doch jetzt mal an hier mit... Ah, kommen wieder nicht so weit. Ui, die sind ja gut eingegraben hier. Muss ich mal mit Bombern was unternehmen? Komme ich hier mit meinem Flugzeugträger hin? Ne, kann ich starten, weil es regnet, oder? Komplett aufgeschmissen hier. Setzen wir Map hier mal ein bisschen unter Druck. Die Frage ist, ich werde hier wahrscheinlich nicht groß angreifen können. Wie ist die Entfernung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, so weit weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von hier aus. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Da habe ich noch keine Erfahrungswerte, wie das ist mit Flugzeugträgern, die sich im Hafen befinden, ob ich dagegen ankomme. Zwei Flugzeuge bei mir verloren. Oh, okay. Also, das war nix. Das bringt uns nicht weiter. Haben wir was gelernt. Also mit meinem Latein im Pazifik bin ich so ein bisschen am Ende. Ihr seht es ja auch, da habe ich noch keine handfeste Strategie entwickelt. Transport. 42 MPP. Die brauchen halt auch eine Ewigkeit, bis die hier bei Rangoon sind. Kann ich eigentlich machen. Verlegen. Wisst ihr was? Ich verlege jetzt die Einheit hier tatsächlich. In den Raum. Ich habe mich entschieden. Und nächste Runde verschifft man dann das Hauptquartier. Mal was erreicht damit. Okay.
Mittlere Bomber. Eigenschaften. Sichtweite ist gering. Modus Jagdflugzeuge, verlegen wir die da runter. Mittlere Bomber, Jagdflugzeuge, Marinebomber. Tja, die Frage ist, die Jagdflugzeuge, die könnte ich eigentlich jetzt auch mal beginnen, woanders hin zu verlegen. Machen wir auch, die können wir woanders besser gebrauchen. Meine ganzen Special Forces, dafür habe ich jetzt kein Geld mehr. Dann haben wir hier nochmal eine Screening Force. Interessant wäre es, meine Flugzeugträger. Jagdflugzeuge. Jagdflugzeuge. Ja, verlegen wir sie doch mal in den oberen Raum. Dann kann ich vielleicht mit meinen Flugzeugen in den nächsten Runden. Was haben wir für eine Reichweite gerade eben? 1, 2, ziehe ich die Hexfälle nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich den Modus jetzt noch umschalten? Nee, war natürlich klar. Nächste Runde kann ich dann hier mit den Flugzeugträgern Unterstützung geben. Das ist wunderbar. Gefällt mir ganz gut. Hier oben ist es wirklich kritisch. Ich brauche ein Hauptquartier. Ich brauche ein Hauptquartier. Ich brauche ein Hauptquartier. Der Hunterverband hier, den lassen wir da mal stehen. Ja, wobei. Wer weiß, was da noch kommt. Ich habe vorhin mal kurz rumgesponnen, ob ich nicht die japanische Flotte ins Mittelmeer verlege. So schwach, wie jetzt gerade die amerikanische Flotte auch aufgestellt ist. Ich glaube fast, das war's für diese Runde mit Japan. Neue Einheiten. Wir haben einmal einen Geleitflugzeugträger. Den stecken wir hier hin. Dann haben wir ein Korps. Das bitte in den nächsten Hafen zum Verlegen. Ist hier ein Hafen? Ich bin mir immer nicht sicher. Ich glaube schon. Und der Kawabe. Jetzt muss ich mal schauen, wo hier... Welche Hexfälle hier wirklich Hafen sind? Kyoto müsste ein Hafenfeld sein. Ja, okay. Forschen, kaufen können wir nichts mehr. Die Raider machen ihre Sachen gut. Ja, doch im Großen und Ganzen kann ich eigentlich relativ zufrieden sein. Ich verlege mal meinen Schlachtschiffverband noch in den Hafen, da sind sie sicher. Falls was wäre, bin ich da bereit aufgestellt. Hoffen wir mal, dass es nächste Runde dort nicht mehr regnet. Ich glaube, ich habe jetzt alles Menschenmögliche getan, was momentan im... Ich bin natürlich echt an allen Fronten wirklich überdehnt, aber das habe ich von Anfang an gewusst. Die zentrale Rolle hier bei dem Let's Play übernimmt Japan. Und das ist tatsächlich auch ein Schwachpunkt für mich. Ich habe mit Japan noch nie viel gemacht. Ah, da kann man noch einen Angriff führen. 0 zu 3. Aber den führen wir natürlich noch. Hier ist kritisch. Aber ich glaube, der Map hat andere Fronten, die noch viel wichtiger sind, wo es umso kritischer noch ist. Hier kann man nicht verstärken. Unterversorgt auch nicht. Hauptquartier muss hier sein. Kriegen wir hoffentlich nächste Runde mit rein. Dann drücken wir doch jetzt mal auf den... Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas habe.
Ah, Moment. Die sollte ich eigentlich auf Verteidigung setzen. Modus sind sie. Ja, das Schiff kann ich eigentlich bloß mal wieder zurückverlegen. So ein Schmarrn. Ich könnte amerikanische Industrieanlagen bombardieren. Gucken wir mal, was die nächste Runde bringt. Drücken wir mal auf den roten Knopf. Beenden. Ja, meistens kommen noch ein paar Meldungen. Brest ist mittlerweile ja komplett in Schutt und Asche gelegt. Ebenso der Hafen, genannt der Hafen. Verunsicherung der Schifffahrt bei Ceylon, das machen wir. Genau, die Häfen, da sind schon ziemlich... Bucht von Bengalen sind wir auch am stören, das ist gut. Italienische bemannte Torpedos greifen alliierte Schiffe bei Tripolis an. Sehr schön. Die Zuricaco hat Schaden durch hohen Seegang erlitten. Hervorragend. Deutsches Reich entwickelt weiterentwickelter Panzer Stufe 3. Gut, Produktionstechnologie Stufe 3, das ist hervorragend. MPPs werden dadurch noch mehr generiert. Infanteriewaffen Stufe 2 bei Italien. I couldn't care less, würde ich fast sagen. Italien hat nicht, spielt keine große Rolle. Japan entwickelt schwere Bomber Stufe 1. Das könnte mir auch helfen bei der Bombardierung von Städten. Fortschritte bei Erdkampfwaffenentwicklung bei Japan. Sehr gut. Das ist auch wichtig, weil ich habe ja das Problem, dass meine ganzen oder viele meiner taktischen Bomber und so nicht viel erreichen gegen Erdkampfziele, die sind gegen Schiffe ausgerüstet. Fortschritte bei der Industrietechnologie bei Japan, 100% ist auch sehr gut. Mehr MPPs, die Runde läuft immer besser. Sehr gut. 767 nehmen wir an für Deutschland, 535 bei Japan. Es läuft sehr, sehr gut. Es läuft sehr, sehr gut. War zwar ein katastrophaler Zug, also letztlich die letzten zwei Folgen, viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, in der Masse habe ich mir ganz schön die Schlinge um den Hals zugezogen. Möchte ich jetzt nicht in seiner Haut stecken, um zu entscheiden, wo es jetzt gerade am wichtigsten ist, irgendwelche Dinge gerade zu ziehen. Aber sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Und ihr seht, ich bin mit in der Spur. Ich kann den Spruch wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, pfiat euch, servus.